Beim Track waren die Teilnehmer in 4er-Teams aufgeteilt und haben fast den gesamten Nationalpark durchquert. Die Strecke ging los in Hutzenbach, dann weiter am Hutzenbachsee vorbei, über einen Bergkamm, dann zur Traubhütte runter und ins Murgtal. Im Murgtal geht es dann weiter an der Teufelsmühle vorbei, entlang schöner Bäche und vieler Wasserfälle, weiter dann zum Ruhestein hoch und schließlich zum Wildsee, wo dann das letzte Stück noch zurück zur Darmstädter Hütte führt. Ich hatte eigentlich besonders die Barfußwanderung um den See begeistert, weil man einfach da mal eben total die Natur wirklich gespürt hat und eben nicht auf Schuhen dadurch gelaufen ist. Und gerade eben aus bei uns im Team haben wir eben echt gut zusammengehalten da auch und haben uns gegenseitig geholfen und war eine tolle Erfahrung. Ja. Also der schönste Moment war, wo wirklich alle an ihre Grenzen kamen und man musste sich gegenseitig den Berg hochschieben und gegenseitig motivieren. Und die ersten haben schon einen Heulkrampf bekommen, aber man hat es einfach durchgezogen und das Team, die Teamarbeit gespürt. Wir mussten zusammen die Berge sozusagen erklimmen, halt, dass wir jetzt auch keinen verlieren, vor allem im Nebel, als dann der letzte Hang halt so nebelig war, dass wir uns da auch wirklich nicht verlieren. Und auch, ich denke auch nochmal eine große Herausforderung war, das Wasser halt vollständig hochzubringen, dass wir da nicht zu viel verschütten. Ich dachte wirklich am Anfang, dass wir es eigentlich nicht schaffen, dass wir überhaupt ankommen. Und jetzt haben wir es doch geschafft. Es war echt anstrengend und ich habe auch nicht gedacht, dass ich so an meine Grenzen komme. Aber irgendwie zum Schluss habe ich dann noch Krämpfe gekriegt. Aber so wie der Ali gestern gesagt hat, never give up, hat es dann eigentlich auch geklappt. Wir haben nicht aufgegeben und haben es zusammen als Team geschafft. Es war einfach schön zu sehen, wie die Teams dann nacheinander durch die Ziellinie durchkamen und zwar völlig fertig waren, aber einfach total glücklich, dass sie es geschafft hatten. Und wir waren selbst total begeistert, aber auch überrascht, wie schnell sie waren und dass sie es alle geschafft hatten.